Der Montagsmaxi bei Hitradio FFH. Es gibt gerade wieder einen ganz heißen Trend im Internet. Und zwar, das ist jetzt kein Scheiß, es gibt Profikuschler. Das ist kein Witz. Man kann die sich bestellen und du meldest dich bei denen und dann kommen die und knuddeln mit dir. Ist das nicht geil? Du musst nicht mal duschen dafür. Stinken ist im Preis mit inbegriffen. Der oder diejenige, die du halt dann da bestellst, kommt dann zu dir und dann kannst du 60 Minuten richtig versaut kuscheln. Ja? Nur kuscheln, denn Intimbereich und so, das bleibt außen vor. Es geht also wirklich darum, dass man völlig ohne Erotik nebeneinander im Bett liegt. Also wie in einer ganz normalen Ehe. Aber ich finde, da sieht man mal wieder, dass in unserer Gesellschaft zu wenig gekuschelt wird. Deshalb ernenne ich den heutigen Montag zum offiziellen Knuddeltag. Jawohl, man kann auch einfach mal den Busfahrer knuddeln. Natürlich, einfach mal langsam in den Arm nehmen und dabei zärtlich ihm über den Bauch streicheln. Da hat jeder Busfahrer Bock drauf. Oder noch besser, geht einfach zum Chef und knuddelt den eine Runde. Am besten noch eine Wärmflasche und einen Schnuller ins Maul und dann ist die nächste Gehaltserhöhung sicher. Bis dann. Comedy-Star Maxik Stettenbauer. Immer montags bei Hitradio FFH. Tickets für seine Shows und alle Termine gibt's bei FFH im Web und in der App.